Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute dürfen wir im Studio Elke Capillari von Aqua Presen begrüßen. Es gibt alle Informationen zur Pressekonferenz vom sicheren Vorarlberg zum Thema sicher abseits der Pisten. Und es gibt wie gewohnt die News sowie Wetterinformationen. Sicher abseits der Piste. Das war Thema bei der Pressekonferenz vom sicheren Vorarlberg in Dornbirn. Wir waren mit dabei und haben einige Informationen für Sie zusammengefasst. Passend zu den aktuellen Winterverhältnissen fand heute im Gesundheitszentrum Hotel Rickard Schwende die Pressekonferenz zum Thema Sicher abseits der Piste im Rahmen der Initiative Sicheres Vorarlberg statt. Sich im freien Skiraum zu bewegen, braucht Grenzen. Diese können aber nicht vorgegeben werden, sondern sind von den Sportlern selbst zu setzen. Verboten ist es, sich in Vorarlbergs Wäldern im Winter frei zu bewegen. Darüber hinaus muss an die Eigenverantwortung appelliert werden. Ich bin aber auch der Meinung, dass es nicht machbar ist, dass man dort das Risiko einfach herausfordert, sondern dort gilt die Eigenverantwortung, ist wahrzunehmen, dass ich sage, im Zweifelsfall hat die Sicherheit die erste und oberste Priorität, weil es sich selber in Gefahr bringt und oft auch die Menschen der Bergrettung in Gefahr bringen. Und darum glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man da diese Eigenverantwortung auch wahrnimmt und sagt, im Zweifelsfall hat die Sicherheit immer erste und oberste Priorität. Die alleinige Vollausstattung mit Sicherheitsequipment ist keine Garantie dafür, dass im Falle eines Unglücks nichts passiert. Wichtig ist es hier, früher anzusetzen. Die Vorbereitungen für Fahrten im freien Gelände und das Einhalten von klaren Regeln ist im freien Skiraum das Um und Auf. Und da wären einige ganz wenige kleine Maßnahmen, Verhaltensmaßnahmen, die gar nichts kosten, wären eigentlich hier überlebenswichtig. Wenn es nur darum geht, zum Beispiel eben im steilen Gelände Abstände einhalten, steile Hänge einzeln befahren, nie ganze Gruppen auf einmal, würden viele Lawinen nicht ausgelöst, beziehungsweise die Folgen wären viel geringer, weil maximal einer verschüttet wäre. In Vorarlberg dürfen wir auf eines der bestausgebildeten und ausgerüsteten Rettungsteams blicken. In 31 Bergrettungsortstellen sind 1250 Bergretter jederzeit bereit, in Bergnot geratene Personen zu retten. Dabei können die Bergretter auf den Helikopter Christophorus 8 und 14 Lawinenhunde zurückgreifen. Alleine in der letzten Wintersaison gab es in Vorarlberg 650 Flugeinsätze, 350 Einsätze der Bergretter und 16 Lawineneinsätze mit 5 Opfern. Ein erster Schritt, damit es nicht so weit kommen muss, sind die Gratisveranstaltungen vom sicheren Vorarlberg, in welchen man in einem Crashkurs am Samstag, den 7. Jänner von 10 bis 14 Uhr an 8 Standorten in Vorarlberg die wichtigsten Infos zum freien Skiraum bekommt. Soweit zur Pressekonferenz vom sicheren Vorarlberg und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Ein Alkolenker hat in der Nacht zum Mittwoch in Schruns einen Fußgänger angefahren und diesem schwere Verletzungen zugefügt. Der stark alkoholisierte 26-jährige Fahrer fuhr gegen 2.20 Uhr auf eine Kreuzung zu. An der Kreuzung überquerte gerade eine Gruppe aus 7 Personen den Schutzweg auf der Außerlitzstraße. Der Lenker übersah die Fußgänger offensichtlich und fuhr, mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit, einen 31-jährigen Mann frontal an. Der angefahrene Fußgänger zog sich durch den Unfall schwerste Verletzungen zu. Der Mann musste zunächst notärztlich versorgt werden und wurde dann ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die 6 anderen Fußgänger konnten rechtzeitig zur Seite springen und sich so in Sicherheit bringen. Skiunfall in Lech. Gestern gegen 15.30 Uhr fuhr eine 37-Jährige auf der Piste Nummer 200 von der Kriegeralpe in Richtung Oberlech ab. Unterhalb der Bergstation Petersboden hielt sie kurz an. Als sie wieder losfuhr, querte ein anderer Skifahrer ihre Spur. Die Skispitzen berührten sich, wodurch beide Skifahrer stürzten. Die Frau wurde dabei schwer am Knie verletzt. Der andere Skifahrer, ein ca. 40- bis 45-jähriger Mann, blieb zunächst an der Unfallstelle und fragte die verletzte Frau, ob er warten solle. Diese verneinte, worauf der Mann seine Fahrt fortsetzte. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt einen roten Skianzug, einen schwarzen Helm und eine Sehbrille. Die Polizei Lech sucht nach Hinweisen oder Zeugen. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Studiogast und zwar darf ich Elke Capillari vom Aqua Presen Vital Life Balance Center hier begrüßen. Hallo Frau Capillari, schön, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Sie haben eine ganz besondere Veranstaltungsreihe gestartet im Aqua Presen Vital Life Balance Center in Sevelen und zwar die blaue Couch. Was hat es damit auf sich?
Also Aquapresen macht ja eigentlich Naturkosmetik, also reine Naturkosmetik. Und im Rahmen, dass wir uns mit dem Thema eben befasst haben, was alles in herkömmlicher Kosmetik enthalten ist, dass einfach die Leute noch ein bisschen aufgeklärt werden müssen, haben wir diese blaue Couch ins Leben gerufen, wo wir einfach ganzheitlich interessierten Menschen, die sich einfach noch ein bisschen tiefer informieren wollen, eine Plattform bieten wollen, wo wir eben Leute einladen, die sehr spannend sind und auch mal eine andere Sicht bekannt geben. Und hier, also von Heilung bis zum Wasser, also wir haben schon viele interessante Vorträge gehabt. Verschiedene Themen werden also hier behandelt und unter die Lupe genommen. Ich glaube, nächste Woche kommt ein ganz besonderer Gast auf die blaue Couch. Ein ganz besonderer Vortrag steht an. Was genau und wer genau kommt denn da? Also ich muss sagen, da haben wir wirklich ganz einen tollen Gast. Also ich bin selber sehr glücklich, dass er die Einladung angenommen hat. Und zwar handelt es sich um Clemens Kubi. Und das Besondere an Clemens Kubi ist, der eigentlich Filmemacher ist. Ist nach einem Sturz querschnitt gelähmt gewesen und hat die Tatsache einfach nicht akzeptiert und hat gesagt, nein, ich will wieder laufen. Und er hat es geschafft. Er ist nach einem Jahr laufend aus dem Spital gegangen, also nach Hause, konnte sich selber nicht erklären, was jetzt eigentlich passiert ist. Und ist dem eben auf die Spur gegangen, ist in 14 Kulturen unterwegs gewesen, einige Jahre viel Material gesammelt, hat sich das alles angeschaut und hat dann seine eigene Methode entwickelt, eben dieses Mental Healing, wo Menschen, egal was für Probleme sie haben, sich selber helfen können. Und das ist doch nochmal eine tolle Nachricht. Mental Healing steht also auf dem Programm bei der blauen Couch. Wann ist Termin und wo kann ich mich anmelden? Am 11. Jänner, am Mittwoch um 18.30 Uhr haben wir den Einlass. Um 19 Uhr startet der Vortrag. Anmelden kann man sich bei uns bei Aquapresen telefonisch oder via E-Mail. Das sieht man am besten alles auf unserer Homepage, aquapresen.ch. Ich glaube, man muss schnell sein. Clemens Kubi ist natürlich sehr bekannt und auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Gibt natürlich noch weitere Vorträge in diesem Jahr. In welchem Rhythmus finden diese Veranstaltungen statt? Wir machen das monatlich im Moment und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Nach Clemens Kubi haben wir den bekannten Aura-Chirurg, den Gerhard Klügel, als auch ganz, ganz entspannender Gast. Und dann geht es weiter mit dem Dr. Daniele Ganser, der sich eben ein Historiker, der sich politisch Aufklärung macht. Also wirklich interessante Gäste. Und das alles bei Aquapresen Vital Life Balance Center in Sevelen, also nicht weit von hier entfernt. Vielen Dank, Elke Capillari, für das kurze Gespräch und deinen Besuch hier bei uns im Studio. Ich danke auch. Soweit zu Elke Capillari und dem Vortrag von Clemens Kubi. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Am Arlberg tummeln sich wieder zahlreiche prominente Gäste. Sowohl Könige als auch Filmstars befinden sich unter den Winterurlaubern. So wie in vielen anderen Kommunen des Landes sind auch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Dornbirn mit Feuereifer bei ihrem ersten echten Schneeräumdienst des Winters bei der Sache. Und erfreuliche Bilanz der Kreditschützer. Firmeninsolvenzen und Privatkonkurse sind im vergangenen Jahr in Vorarlberg zurückgegangen. Für das laufende Jahr sind die Fachleute vorsichtig optimistisch. Die Nachrichten von morgen, also heute schon hier bei Ländle TV. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und 2 Grad. Der Wind weht mit 12 km/h aus Nordwesten. Morgen Donnerstag erwartet uns eine verschneite Winterlandschaft in allen Teilen Vorarlbergs. Und es ist sehr kalt. Es liegen höchstwahrscheinlich 10 bis 30 cm Schnee in den Talorten. Es kommt tagsüber zu weiteren Schneeschauern, gefolgt von ein paar Aufhellungen am Bodensee und im Bregenzer Raum. Am Freitag starten wir klar und somit eiskalt in den Dreikönigstag. Möglicherweise gibt es am Bodensee etwas Frühnebel, der aber recht rasch verschwindet. Tagsüber geht sich viel Sonne aus, aber es bleibt bei einem sogenannten Eistag. Das heißt, die Temperaturen bleiben allesamt im Minus. Der Samstag gestaltet sich mit mehr Bewölkung als am Vortag. Und am Sonntag gibt es leichten Schneefall bei 0 bis 2 Grad.